her. Ein Ruf nach Emanzipation. Vom Menschen bis zur Infusorie. Überall will das Weib auf den Thron. Vom Hawaii-Neger bis zu Berliner Rang. Braust ein Ruf wie Donnerhall daher. Was die Männer können, können wir schon lange. Und vielleicht eine ganze Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau. Und rein in die Dinger mit der Frau. Es liegen in der Wiege und brüllen die zukünftigen Männer ganz klein. Die Arme, die Meisterin im Stillen, flößt die Kraft ihnen schluckweise ein. Von der vielen Flößung aus Flasche, Brust und Becher, ach, wir dummen Frauen sind ja schuld. Werden sie immer stärker, werden sie immer frecher, da verliert man schließlich die Geduld. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein und raus mit den Männern aus dem Hiersein und raus mit den Männern aus dem Dortsein. Sie müssten schon längst fort sein. Ja, raus mit den Männern aus dem Bau und rein in die Dinger mit der Frau. Die Männer haben alle Berufe, sind Schutzmann und sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen wir und sind doof. Sie bekommen Orden, wir bekommen Spielen. Liebe Schwestern, es ist eine Schmach. Ja, sie trauen sich gar, die Politik zu spielen. Aber na, die ist ja auch danach. Raus mit den Männern aus dem Reichstag. Und raus mit den Männern aus dem Landtag. Und raus mit den Männern aus dem Herrenhaus. Wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit den Männern aus dem Dasein. Und raus mit den Männern aus dem Hiersein. Und